So, willkommen zurück hier bei Anno 1701. Ich hab noch mal den Speicherstand von vorher laden müssen. Weil ich war so schlau, da Krieg anzufangen mit dem Herrn hier von Schallert. Ja, und da hat's ordentlich geschallert. Und zwar, weil er einfach mal sehr, sehr, sehr viele Schiffe hat, die ich ja nicht gesehen habe. Da habe ich das letzte Mal ja schon Probleme mit gehabt. Und der hat halt komplett meine Handelsroute blockiert nach hier oben hin. Das heißt, es hat hier in dieser Stadt komplett gefehlt an Lampenöl. Und wir alle wissen, Lampenöl ist das Wichtigste von allem, was man so haben kann. Von Lampenöl werden kleine Kinder ernährt zum Beispiel und alte Leute irgendwie gepflegt. Und deswegen haben sie hier Aufstand bis ins Allerunermessliche gemacht. Haben hier die eigene Siedlung komplett angezündet, hier unten, hier oben auch. Dann war die Pest noch zufällig da. Und meine Güte, zwischendurch waren dann irgendwie 1000 Leute weniger anwesend und das ging überhaupt nicht. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Waffenkraft hier. Die ganzen Schiffe haben irgendwie gar nichts gebracht. Deswegen habe ich da nochmal den Speicherstand von vorher geladen und das ist jetzt, ich habe 10 Minuten jetzt wieder nochmal reingespielt. Es wird im Moment wieder ein bisschen was knapp. Ja, das ist in Ordnung. Kaufe ich gerade mal auch ein, das ist eigentlich gar nicht mehr knapp. Hat sehr wenig Spaß gemacht, als hier plötzlich nichts mehr ging. Das war wirklich furchtbar, weil der Kerl, ich habe keine Ahnung, wo die ganzen Schiffe jetzt hat, aber meine Güte, das nervt doch sehr. Also wenn der, das war richtig, richtig schlimm. Deswegen da als Tipp an der Stelle, falls ihr, bevor ihr Krieg anfangt, ne, speichert ab. Speichert einfach mal ab. Es hilft auf jeden Fall sehr. Zumindest dann, wenn ihr wisst, hey, der Gegner ist gar nicht mal so schwach. Die Sache ist die, ich suche gerade mal die Schiffe hier, aber ich finde die gerade mal spontan gar nicht. Ich meine, der hat wirklich so einen riesigen Blob Schiffe gehabt. Oder aber der hat natürlich gecheatet, das kann natürlich auch sein. Dass er da plötzlich die ganzen Dinger sonst woher gehabt hat. Okay, die sind hier. Die sind schon mal hier. Warum lungern die auch immer hier vorne rum? Das ist furchtbar. Ich wüsste wirklich gern, wie viele das eigentlich sind. Da spielt ja schon wieder Snake. Ja. Und gegen die alle kann ich nicht einfach so ankommen. Lange nicht. Sehr lange nicht. Das sind, keine Ahnung, 20 Stück. Das können wir anhand der Fahnen zählen hier. 1, 2, 3, 4. Viele. Das sind viele. Von daher, da komme ich mit meinen paar Schiffchen hier nicht gegen an. Da müsste ich wirklich noch ordentlich was drauflegen. Ich werde schon mal weiter anstellen. Hier Holz und sowas passt schon alles. Das werden wir noch kriegen. Ich habe mal, hier war ja so ein bisschen was noch fehlt. Ich hoffe mal, ich habe das alles wieder rekonstruiert. Ich habe hier nochmal zweite Walfanggeschichte gemacht. Und habe vor allem hier nochmal ein bisschen umstrukturiert. Ich habe hier nochmal ein drittes Lagerhaus hier hingebaut, ein drittes Konto, weil das hier irgendwie mit den ganzen Karren nicht funktioniert hat. Die haben Ewigkeiten nicht geschafft, das Ding hier abzuholen. Und dann habe ich einfach mal den Weg getrennt. Das hat tatsächlich geholfen. Der hat sonst hier immer von da hinten irgendwelche Waren abholen wollen. Das hat null funktioniert. Das war ein bisschen sehr komisch. Ich habe eine zweite oder eine dritte oder vierte sogar Öllamperei hier. Und vor allem auch eine weitere hier. So ein Ding, so eine Ambra-Herstellung, weil hier unten das Parfüm so ein bisschen knapselig war. Hier war halt ständig zu wenig Ambra vorhanden, ist jetzt auch noch der Fall. Obwohl ich das jetzt schon verdoppelt habe. Also irgendwas ist dann noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Das ist stellenweise ein bisschen seltsam, aber naja, es wird schon funktionieren. Wir kriegen das schon hin. Warte mal, kann man da was upgraden? Nee. Hä? Ach, da unten bei der Knopf, genau. Ja. Ich habe jetzt einen Auftrag gerade mal, dass ich dass ich Waffen liefern soll. 15 Stück. Das kann ich auch gerne machen. Da bekommen wir nämlich auch so ein bisschen Cramp für. Hey, ihr da! Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Pest haben wir, ja. Dem schwarzen Tod gehe ich lieber aus dem Weg. Ja, Pest passt schon. So sei es. Mit der Pest. Ach ja, und ist die. So, der Pest ist halt wirklich das Problem in erster Linie, dass dann der Händler keinen Bock mehr auf uns hat. Ansonsten ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Ist natürlich eher uncool, aber naja, ne, kann man auch mal Augen bei zudrücken. Ich glaube, ich habe hier keinen Medikus da unten. Das Ding sieht so aus, habe ich nicht, ne. Na, hauen wir da Medikus hin. Wo ist der Piefke? Na, kommen Sie mal her. Medikus. Da ist der. Ja, im Idealfall hier irgendwo, ne? Würde ich mal sagen. Da so. Muss ich da wohl mal Häuser weghauen vielleicht? Egal, das passt schon. Die werden schon nicht jammern. Hoffe ich mal zumindest. Und
Falls ja, dann haben sie halt allen Grund, ist mir doch egal. Sollen sie machen. Ich hoffe ja, ich kann mich auf dich verlassen. Ist doch nur Fußvolk hier, es passt schon. Meine Bauwerke verschlingen Unsummen, müsst ihr wissen. Ja, klapp halten, nein. Und ich dachte immer, ihr wärt so vermögend wie ich. Das klingt, der Sprecher hat es schon gut gemacht. Man hat so einen spontanen Hass auf den. Das muss man ihm ja lassen. Er hat gut verkörpert, dass er einem tierisch auf die Nerven geht. Das ist auch eine Kunst, ne? Dass er das ernst genug spielt. Meine Lieferung dabei. Ja. Ja, Gehärdenkrempel, yo. Ihr habt euch die Belohnung redlich verdient. Falls du Handel treiben willst, wird dich das eine Kleinigkeit kosten. Handelsvertrag 2400, ja, dann komm, Gehärdenkrempel. Dann können wir ja loslegen. Vielleicht komme ich auch noch einmal mit einem Auftrag auf euch zu. Ja, ach Quatsch, nee, jetzt will er auch noch hier Happy Times haben, oder was? Ich griff dich am höchsten Baum auf! Was? Die greift mich an? Was? Wo? Wir können los. Ja, das ist doch egal. Wohin geht es? Das passt schon aber nie. Die Flotte ist bereit. Warte mal, das kann ich auch. Das wird schön. Der wird sich freuen. Nee, im Moment habe ich mir jetzt den Überblick verloren, was ich eigentlich haben will und was nicht. Den geht zwar ganz gut, aber im Prinzip... Ja, fehlen mir Werkzeuge. Toll. Machen wir es halt mal wieder an. Im Prinzip fehlt Eisen vor allem. Ich habe extra ja schon eine weitere Eisenproduktion. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Habe ich nicht hier unten, warte mal. Habe ich nicht eine eigene Eisenmine hier gehabt, oder was? Ich hab schon befürchtet, du hättest ins Gras gebissen. Die ist weg. Alle Schiffe einsatzbereit. No. Alle Schiffe los. Wir brauchen mehr Eisen. Hier oben habe ich nur ein Eisen, oder? Ja, schade. Das habe ich schon benutzt. Hier unten habe ich kein Eisen, verdammt. Hier habe ich... Ah, sind zwei Eisen da, aber die sind nicht, glaub, wahrscheinlich nicht in meinem Bereich. Da ist eins. Ja, ist halt doof. Ich habe im Moment wirklich nur ein Eisen. Das ist für zwei Schmelzen. Wobei, ich glaube, zwei Schmelzen. Ich glaube nicht. 73% und 50%. Ja, es geht immer schubweise, weil das von oben angeliefert wird. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Da fehlt mir massiv was von dem Zeug. Also hier die Grafikfehler. Ich habe keine Ahnung, wo die genau herkommen, dass es so geriffelt ist. Ich habe nichts am Spiel verändert. Gar nichts. Ich habe auch sonst am System eigentlich nichts verändert. Ich weiß nicht, wo die genau herkommen, dass die da spontan irgendwie Lust gehabt haben, aufzutauchen. Keine Ahnung, wie gesagt. Ich hoffe mal, das legt sich irgendwann. Oder ich will mal gucken, ob ich überhaupt nach der Aufnahme noch irgendwie hier viel mache. Beziehungsweise, was ich halt überhaupt noch mache, ne? An der Stelle hier. Weil so wahnsinnig viel ist gar nicht mehr zu machen, außer halt Krieg führen. Und da habe ich ja gemerkt, ist das vielleicht ein bisschen... tendenziell uncool. Das ist gerade mal ein bisschen der Kaiser sehr stark, was der Gegner macht. Herzlich grüßen. Was wir noch machen könnten, sollten, ist hier Leuchtturm. Das geht auch. 2600 Aristokraten, 2244 habe ich jetzt. Leuchtturm ist eine gute Sache, dass wir da unsere Unabhängigkeit haben, beziehungsweise ist ein Teil davon. Schloss kommt erst später. Triumphbogen ist, glaube ich, auch ein Teil unabhängigkeitsmäßig. Wir haben nämlich hier, warte mal. Ne, wir erteilen euch die Erlaubnis zu sprechen. Da, hast du so einen ganzen Krams hier? Bündnis erbitten, militärische Unterstützung, was ist denn? Wir sind mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Oh nö, sendet keine Flotte, verdammt. Mono. Naja, sie fordert in ich glaube, unregelmäßigen Abständen fordert sie einfach mal Geld. Deswegen, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir da ein bisschen Geld über haben. Und wenn wir entsprechend genug Geld gegeben haben, wenn die Leiste sich gefüllt hat, da an der Stelle, dann ist sie fröhlich. Der Kaiser schätzt eure Meinung sehr. Dann haben wir Unabhängigkeit. Was wir da genau von haben, Deko halt, ne? Aber es ist zumindest da. So, sind sie alle hier fröhlich? Ich hätte gern, dass noch ein paar mehr Leute aufsteigen, ehrlich gesagt. Da fehlt ein Theater. Senat. Ich sehe schon. Wir haben ja hier das letzte Mal... Ich hatte das große Theater hier, das Opernhaus, hingeballert, oder? Oder ist es das? Nee. Das ist ja der Senat. Ja, wie weitreichend ist denn das hier? Ja. Das passt nicht so ganz. Was war das hier? Universität. Ja, braucht doch eh keiner. Lernen. Ist ja Quatsch. Ja, wo habe ich das gemacht hier? Den fehlt allen Unterhaltung. Ja. Habe ich, glaube ich...
Wie habe ich das denn gemacht hier letztes Mal? Habe ich den Sanar dahin hingeworfen? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn der die Universität ist, dann bringt die Schule an der Stelle ziemlich gar nichts, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich habe das beides hier weggeworfen. Und dann in da, glaube ich. Siedlung wird Kultur benötigt. Ja, hier ein Theater hingeworfen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das hat, glaube ich, gereicht gehabt. Dann ist hier der Bereich noch drin. Das heißt, ich kann die 2600 irgendwas Leute da an Aristokraten kann ich eventuell doch hinbekommen an der Stelle hier vorne. Wäre zumindest mal ganz nett. Die freuen sich. Damit ich zumindest da die Gebäude mal freischalten kann. Hier oben fehlt es an Senat. Natürlich. Tut es das nicht immer. Aber hier für die Leute extra einen Senat hinklamüsern, ist auch so eine Sache. Eine Ware wird knapp. Wobei sich hier oben auch alle fröhlich sind. Also da könnten die auch aufsteigen, wenn denn noch wahrscheinlich an Werkzeug vorhanden wäre. Aber ich glaube... Ach, guck mal, diese Insel... stimmt, die haben sie extra freigepustet hier. Ja. Beste Qualität zu fairen Preisen. Der verkauft Preisen. Leider immer nur hochkarätige Sachen. Seht das ist das Problem. Seht euch nur in aller Ruhe um. Das wird dem Kaiser gefallen. Ja. Problem ist, ich habe halt wirklich nicht so wahnsinnig viel Geld gerade mal. Es ist zwar ganz nett und so, aber es könnte schöner sein. Und die kann man auch nicht wirklich zufriedener stimmen. Das ist ein bisschen problematisch. Hier komm. Darfst du noch aufsteigen? Warte mal, wie viel habe ich davon? 834, von den anderen habe ich 2400. Das heißt, die haben 2400, das heißt 4600 Gold pro Zeit. Was haben wir hier? 1200. Könnte man ausrechnen, wer jetzt wie viel Prozent ich da irgendwie, wie viel im Schnitt denn pro Person bei rumkommt. Aber habe ich gerade mal keine Lust drauf, weil rechnen. Das geht doch nicht. Ja. Kanonen. 7 Stück. Ja, ich habe halt das hier angemacht. Ne? Da bleibt halt... Bei den Werkzeugschmieden bleibt echt nicht viel über dann. Für die anderen Sachen hier. Das ist ich bin eisentechnisch unzufrieden. Nennen wir es mal so. So, hier kommen Jade. Kannst du reinjagen. Ansonsten ist von allem so ein bisschen vorhanden. Es ist nicht viel. Es könnte schöner sein. Essen ist zumindest da. Alkohol ist mittlerweile auch genug. Tabak ist ein bisschen wenig. Das sollte hier... Naja, die haben echt nicht so wahnsinnig viel hier. Ich müsste das mal durchzählen hier. Das haben sie 1, 2, 3, 4 von den Dingern. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Habe ich mitgezählt? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, das passt theoretisch schon mit dem Tabak. Das kann sofort mit dem Verhältnis zumindest. Ist auch nicht so, dass es wenig alles wäre, ne? Aber auf euren Befehl. Es könnte halt mehr alles sein. Hört auf euren Befehl. Ei, ei. Das heißt, ich werde dann nochmal ein bisschen Krempel runterschicken, dass ich dann nochmal quasi einmal mehr Tabak machen kann. Ich hoffe, da ist noch genug ein Platz dann. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Oder wie sieht das aus hier? Ob das da oben hinpasst? Wir können ja mal gucken, ob wir das wegspringen können. Gewaltig. Warenvorneigung, Warenvorgang hier. Wir fordern, was uns gebührt. Pralinen, entrichtet einen Tribut. Das war ganz schön viel. 9000, ja, hier kommen. Ein vorbildlicher Vasall. Bis zum nächsten Feuerwerk. Das könnte noch teuer werden, was die da machen. Beweist, dass ihr euch meine kostbaren Waren Handelsvertrag. Nee. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich schon. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Der ist zumindest nicht so wahnsinnig grantig, das ist schon mal gut. Mit denen ist immer noch Krieg, ja. Das passt schon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier wirklich so wahnsinnig viel Krieg führen will hier. Im Prinzip habe ich nicht mehr viel, was ich hier machen kann. Wir haben jetzt mittlerweile auch Bauoptionen freigeschaltet hier. Leuchtturm erhöht Zufriedenheit der Aristokraten. Oh, Voraussetzung für Unabhängigkeit. Genau das meinte ich. C-Elemente können wir auch reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob die den dann auch fröhlicher machen. Weiß ich nicht. Erhöhte Zufriedenheit der Aristokraten. Ein Schloss, okay. Ich brauche ein paar Werkzeuge. So um die paar halt. Komm, die mache ich mal aus. Look, sehen so ein bisschen mehr Geld ab. Kann ich nicht? Nee, schade. Mano. Ich wollte Geld von denen haben hier. Wenn die eh nicht aufsteigen wollen, machen wir es mal so. Komme ich noch mehr Geld?
Puh. 13 Werkzeuge. Den kloppe ich, glaube ich, mal hier oben hin, den Leuchtturm. Wobei, ich glaube gar nicht, ich weiß nicht, ob der ins Wasser muss oder an Land. Ehrlich gesagt. Ein Erdbeben, ja, muss an Land, verdammt, erschüttert eine Insel. Ja, ja, passt schon. Der muss an Land, verdammt. Machen wir es. Na, machen wir das doch hier unten. Ihr habt einen wirklich prächtigen Leuchtturm errichtet. Wir sind sehr erfreut darüber. Ja, es war sehr unheldenhaft hier unten, aber wenn hier oben kein Platz ist, wenn hier alles voll ist. Ich hätte vielleicht den Fischer abreißen können, aber passt schon. Bist du jetzt zufrieden mit uns? Nicht mehr als sonst. Das macht nichts. Die sind zufriedener. Ja, fantastisch. Das heißt, mehr Zufriedenheit, gleich mehr Geld. Das ist immer eine einfache Rechnung, es passt schon. Aber die Pralinen, die werden nicht weniger. Warum genau? Kakao haben sie. Wenn auch begrenzt viel, vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, wie viele Herstellereien ich davon habe. Da ist noch eine weitere. Ja. Könnte sein, dass das ein bisschen wenig ist. Weiß ich nicht. Wie lauten die Befehle? So viele habe ich davon. Ja. Kann ich da noch weitere von herstellen? Ich mach die mal an. Wenn wir Kanonen kriegen, dann werden wir es ja merken. Das ist echt schlimm, wie viel Krams hier gerade mal hergestellt wird. Echt schlimm. Das Ding, ist es aus? Nee. Das darf gerne mal entschmiedet werden. Da brauche ich es überhaupt nicht mehr. Der Holzfäller hat ein bisschen. Der hat ja kaum noch was da. An Sachen. Das ist ein bisschen furchtbar. Was ist das? Tiefer Marmorstein. Boah, okay. Der funktioniert zumindest auch. Also, ein kleines Haus kostet 20. So ein großes 80. Ui. Ich dachte gerade, man hätte irgendwie das. Man könnte das ersetzen, aber das. Nee. Nee, nee, ist ja ein bisschen sehr teuer. Der ist immer noch grantig hier, weil er keine Kirche hat. Toll. Der auch nicht. Warum geht's denn nur so mittel? Ach, wegen der Pralinen hier. Ja, ist halt die Frage, was ist da, woran hapert das jetzt? Ich glaube, ich baue einfach nochmal so ein Vieh dahin. So ein Praline-Maker, wie der Fachmann sagt. So. Mal gucken, ob das hilft. Ob da dann die Menge Kakao ausreicht. Ich meine, hier unten, genau, hier unten wollte ich Tabak noch machen. Wobei, habe ich, wie sieht es tabaktechnisch da aus? Nochmal gucken. 3. Ja, das sollte man vielleicht 9 besorgen. Sofort losgehen. Ja, das sollte neuer sein. Ja, vom Platz her geht das sogar. Ach, hier sind noch mehr kaputt gegangen. Oh. Ja, es fehlt an Holz. Toll, na toll, na toll, na toll. Wir können los. Kein Wunder. Werkzeug fehlt auch. Ich habe nur nicht viel. Ich habe wirklich nicht viel. Kapitän? Und ich kann halt auch nichts kaufen, ne? Hier bei den Leutchen. Ein Erdbeben erschüttert die Insel. Das soll ein Erdbeben gewesen sein, hier. Ein Fischvorkommen ist erschöpft. Hat sie jetzt hier alles mitgenommen, oder was? Alles hier freigelegt? Gibt's hier Kohle? Nee. Verdammt, warum gibt's da keine Kohle? Ich will nur Kohle. Kohle. Erz haben. Gibt's da unten noch Erz über? Ne. Überall, wo. Also, alles Interessante ist gerade mal belegt hier. Ja, der Grüne muss aber ordentlich einstecken, muss ich sagen. Zumindest rein von der Inselmenge hier. Der Besuch auf eurer Insel. Ah, der hat Pralinen verkauft, fantastisch. Ich dachte, der Grüne hätte schon mal mehr Land gehabt, aber anscheinend die Blaue da, die haut schon gut was raus, gerade mal. Das ist schon in Ordnung. Einmal Werkzeuge bekommen. Ja, ich glaube, ich muss einige Sachen wirklich verstärkt über den Einkauf machen, wie man vielleicht ja merkt. Das ist eher sehr uncool geregelt, gerade mal. Da bin ich nicht zufrieden mit. Keinesfalls. Werkzeuge fehlen natürlich. Wohin geht es? Ja, weiß ich auch nicht. Hier, Werkzeuge. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Auftrag. Kanonen können wir uns holen, oder? Ja, da
9 Tonnen Parfüm. Habe ich das überhaupt? Nee. Das brauche ich selber, das Zeug. Kann ich dem schlecht geben halt. Das brauche ich wirklich selber. Ich brauche eigentlich alles selber gerade mal, bis auf Nahrung und Waffen. Neuer Kurs. Ein Warenvorrat geht zur viele. Neige. Ja. Parfüm, ja, was will der Parfüm haben? Aber könnte man erzwingen, dass man da was den das ein bisschen sperrt, aber so richtig toll ist das aber nicht. Da wird zumindest was hergestellt. Ja, wird sogar genug hergestellt mittlerweile. Warte mal. Oh ja, doch, es ist eine genug Insel von dran. Wurde von einem Mitspieler besiedelt. Machen wir es mal so. Ich hau dann nochmal eine Runde von hier hin, eine Produktion. Vielleicht kriegen wir es hin. Vor allem habe ich dann, wenn hier die Menge an Ambra höher ist, dass das dann zumindest allgemein besser funktioniert. Mit dem ganzen Laden hier, wie das funktioniert. Das wäre mal schön. Weil die 17 Tonnen Krams wären schon sehr nett zu haben. Wir handeln ausschließlich mit den Erlesensten. Einverstanden. Ja, du musst selber erlesen. Auf Kurs gehen. Buchstabe für Buchstabe. Das ist Pirat. Ja, der ist mir recht egal, das passt schon. Ja. Ein kann man ihnen so ein bisschen mal Geld geben, Arbeit ne? Mehr. Was? Ah, das ist schlecht. Na gut, Ernährung haben wir eigentlich genug. Nahrung haben wir eigentlich genug. Ja, 225 Tonnen ist ein Anfang. Tabak ist halt immer noch ein bisschen wenig, ne? Aber das. Zumindest ist da noch eine Produktion mehr. Es ist nur ein Fünftel mehr, was da dann zukommt oder sowas. Oder ein Viertel. Aber das ist zumindest besser als gar nichts. Wobei, ich habe noch gar keine Produktion hier. Das heißt, sie sollten Tabakblätter haben. Haben sie nicht. Warum nicht?